Und damit auch wieder, hey Leute, hier ist mal wieder Wow, wenn ihr es im Titel schon sehen könnt. Wir starten heute ein neues Raven-Projekt. Es ist friedlich, deshalb kann ich hier jetzt etwas weg vom Boot sein und ein paar Sachen sammeln, die schon mal wichtig sind. Ja. Weißt du, hast du gebratene Wurst oder nicht? Ja, was für eine Wurst denn? Ja, ich kann gerade nicht. Oh, immer diese Frauen. Ich bin eine Frau in World. Wo ist mein Plastik hin? Ich wollte eine Axt haben. Stein. Da ist ein Pfosten, da ist ein Pfosten. Thank you.
Sand. Ja, halt's Maul, er trinkt langsamer. Oh mein Gott, aufgeben und wieder beleben. Und ich habe es. Ja. Und das ist ein Floß. Ja, hi, du kannst mir mal am Arsch. Da muss man den Jump'n'Run machen, aber das kriege ich ja hin. Ja, das ist mein Reward-Projekt, was ich am Anfang so noch alleine mache. Hoffentlich kommt noch jemand rein. Sonst wäre das echt langweilig. Daher, dass solche Sachen wie Essen und sowas am Anfang nicht so wichtig ist. Nee, der Forschungstisch.
Ja, da ist dann auch der Forschungstisch. Hatte ich irgendwas vergessen beim Sortieren? Nee. Pack ich dann mal das Wichtigste rein. Komm, Essen ist das schon noch lange nicht mal mehr das Wichtigste. Nur kann man sich denn noch mal Nasser Ziegel benötigt einen weiteren Sand. Ja, okay. Da kommt mir viel gerade auf, dass meine Zimmertür offen ist. Was? Nein, ich hab keinen Hunger. Junge. Frauen lernen es aber auch nie. Türen müssen geschlossen werden. Digga, ich schau so hin, ich krieg Schau über den Rücken. Wir laden, ja, das Minecraft-Projekt, ja. Das Projekt hier, das Dwarf-Projekt, habe ich Himmel und Hölle genannt, weil das ist wie Himmel und Hölle, hat man ja gerade schon gesehen. Das war gerade die Hölle, als die Tür offen war. Der Himmel ist, also wenn ich was, wenn ich sterbe, ich nichts verliere. Ah, oh, sick, Digga. Geil, muss Butcher schon. Oh mein Gott, ich kenne die Insel, die habe ich so oft besucht. Noch ein kleiner, was für Quiner, noch ein Quiner. Noch ein kleiner Wild Talk. Ich scheiß mich hier beim Spiel jedes Mal ein, wenn ich das recht mal sehe. Ich kenne diese Insel besser als meine Westentasche.
Ja, okay, da habe ich jetzt Glas, Palmenblatt. Ja, sagen wir so, ich brauche die Kokosnuss so eh nicht. Und um etwas zu erlernen, ist es mir echt wirklich wertvoller. Plastik. Ich habe ja schon 20 Holzholz, will ich aber nicht wegwerfen. Den Reiniger brauche ich selber. Scheiß da drauf. Bolzen. Bitte hab Pfeilschaden an. Ja, ich hab Schrott dabei. Da wäre es ja jetzt mal eine Schrottfarmung schon. Sand habe ich nicht dabei, das heißt, Sand nehme ich nicht mit. Ich glaube, ich sollte mal wirklich einen trockenen Siegel machen. Das heißt, Melonenkerne weg sind. Schrott. Ich habe schon die bessere Angel. Ja, sehr gut, Tisch. Wir Scharnier erforschen. Bolzen habe ich schon erforscht, aber Nagel erforschen. Glas erforschen. Ich sehe dann schon. Nein, erforschen. Das Ding brauche ich auch noch. Erforschen. Also gut, das ist die Anbaufläche dafür. Mittlere Anbaufläche. Also gut, Empfänger, wo ist denn der jetzt, der Empfänger?
Der schmilzt so. Ja, ich brauche noch einen Trockenziegel. Und ich brauche da die Leiterplatte, okay. Das heißt, es ist halt wirklich nächstes Ziel, ist dieser eine Trockenziegel. Na ja, gut, dann packe ich mal meinen Schrott weg. Digga, die Samen sind unwichtig. Bolzen packe ich aber ein und das Gerät. Ja, Digga, einfach mal. Komme ich da drum herum? Ein Paddel, 6 Kunststoff, oder ich mache direkt das Segel gleich. Ich werde da dran rumkommen. Oh, habe die Kiste. Holz ist nicht das. Holz ist nicht das Problem, ich brauche Plastik. Antenne kann ich machen. Also gut, ich brauche Sand, Beton. Kann ich mir jetzt noch einen Haken machen? Ich brauche noch einen Haken. Okay, ich werde mir den einen herstellen. Seht ihr da links auch das Raft? Ich brauche noch Sand und Beton. Ananas kann ich wegschmeißen. Ich will davon direkt noch ein bisschen Sand und Beton. Und auch kein Schritt, ich brauche Sand. Ich da schon mal Salben dran und Digga, scheiß drauf, die kann ich einfach pressen. Da ist die Insel. Oh. Meine Haken direkt getestet. Oh, schade. Schon
schon wieder voraus ans Los und ich konnte noch nicht mal eine Sache bauen. Das wird blöd. Dann mache ich jetzt hier ein paar Trockenziegel. Packe ich mal 20 Planken rein. Auch nochmal Trockenziegel. Nee, Masse. Oh nee, ich wollte keine haben. Masse Ziegel. Ja, gut. Holz wird kein Problem mehr sein, aber Plastik ist mein größtes Problem. Und mal hier dicht ich hier drin gehe. Meine Axt ist jetzt kaputt hiermit. Somit suche ich noch die Insel nach Schätzen ab. Gut, dann schaue ich hier nochmal nach Bodenschätzen. Wir brauchen die Schmelze. Wo ist denn die Schmelze? Habe ich Schmelze erlernt? Da, die Schmelze. Die Schmelze braucht 6 Trockenziegel. Nagel. Nagel wird aus 3 Nägel aus 2 Schrott. Das heißt, 8 Schrott insgesamt und noch 3 weitere Trockenziegel. Du.
Ich habe eigentlich 6 Plastik. Ein Scharnier. Was brauche ich für ein Scharnier? Irgendwas wollten die mir sagen. Doch ich weiß es immer noch nicht, was. Ja, das kommt dann doch, diese Stapel. Oh mein Gott, so viele Blätter. Warte, wenn ich aus ein paar Blättern noch ein paar Seile machen würde. Ich habe hier Platz. Hatte ich nicht mal ein Segel gebaut? Nee? Sieht denn das Segel im Inventar aus? Digga, er wollte mich jetzt komplett verarschen. Hab ich recht? Ja, ey, alle. Ich war ja unzerstört, zerstört sich auch der Rest mit. So, man muss sparend denken.
brauche noch ein bisschen. Das ist das ja gleich, das wird ganz gleich so dumm sein. Digga, ich hab wirklich alles, aber kein fucking Hurensohn Plastik. Ja, nein, wieso ist jetzt der Task Manager auf und wieso bin ich nicht noch bei Raft so? Enttäusch mich nicht, Plastik. Wofür ist Plastik? Wall Warning ist echt geil. Gar nicht mal mehr auf die Inseln für den ganzen Kram, den ihr denkt. Ne, sehr gut, da ist das Riff. Da ist aber auch das Riff. Ich werde hier, glaube ich, hingehen. Sand und Ton wichtiger. Thank you.
brauche nur noch 4 Ton. Dann nehme ich halt das hier mit. Nee, ich wollte keine Luftschnapp. Oh mein Gott, ist das Ton? Bitte sei Ton, bitte sei Ton. Ja. Das heißt, es fehlen nur noch 2 Ton. Classic. Ich finde es geil, wenn man ohne Hai einstellen könnte, dann wäre das einfach viel leichter. Nasser Ziegel, 1, 2. Ja, es fehlen halt wirklich nur 2 Ton. Delfine, oh mein Gott. Könnt ihr nicht einfach alle aussterben? Ach so, das sind ja Wassertiere. Dann sehe ich jetzt hier immerhin, wie viel Sand ich besitze. Wurfanker, 4 Steine habe ich hundertprozentig, will ich aber nicht machen. Ich könnte mir eine Metallaxt machen, aber ob das wirklich so fertig ist. Eine Metallangel, das weiß kein Mensch. Aber am Ende ist man nur schlauer als davor. Ich habe auch keinen Bock, Tisch zu bauen. Es wird schon wieder Nacht. Ey, oh, hier war ich auch mit Jeremy. Ton.
Bitte Saturn, bitte Saturn, bitte Saturn. Zuerst nur noch Schrott sammeln. Und ich brauche für alle späteren Haufen Schrott. Okay, davon drei Ziegel, dann kann ich mir ja nochmal Nägel machen. Schrott habe ich ja genug, das heißt, da kann man irgendwie hier was aufteilen. Ich brauche auch 4 Schrott, habe 11 davon. Will ich 7 reinpacken. Nee, natürlich passen 7 nicht, ich habe hier aber hier schon... Ja, das sind ja 6 Nägel. Ich packe mir die 6 Nägel aber mal nach unten. Ja, ja, ja. Ich muss kurz ein paar Nägel machen. Scheiße. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich hab doch noch genug Plastik für eine Plattform. Für 2, oh mein Gott, ja endlich. So, dann kann ich das da. Kann ich hier ein paar Sachen reinpacken. Dort nicht brauchen werde. Woher ich weiß, dass ich sie dort nicht brauchen werde? Ich weiß es ganz einfach. Das ist eine Insel mit Tieren. Ich nehme vielleicht eine Melone und eine Mango esse ich jetzt schon. Ja, okay, warte, 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 Welt speichern. Und... Mir fällt gerade auf, ich habe die Axt vergessen. Er versumpft das Drehen. Dann nehme ich mir mal das ganze Schrott raus.
haben jetzt schon diese Vogel gesehen, diese scheiße Dreckvogel. Ist wegen dem Loot oben. Ach ne, da unten ist der Welt schon. Hier ist eine Höhle. Es hat mich gefunden, scheiße. Ja, es hat mich nicht gefunden, oh mein Gott, Digga. Wo muss ich hin? Ich weiß ja wirklich jetzt nicht, ob das hier der richtige Weg zum Hochklettern ist, aber... Ja, ich scheiß mal drauf. Am Ende waren die Bären giftig. Weiß, wo ich sterben will, am höchsten Punkt der Insel. Hier möchte ich sterben. Also gut, dann begutachten wir mal meinen Loot. Joa. Ist nicht der beste, aber ich freue mich über den Eisenbarren, den ich da habe. Überhaupt der Schleim? Braucht ich den nicht für irgendwas? Ich stehe jetzt hier übrigens gerade. Biau. Gut, das habe ich ja. Ich brauche ja gleich noch die Nägel. Ja. Ist ja nicht ganz so schlimm. Da ist ja der Schrank. Da kann man ja aussuchen, ob ich den oder den da haben will. Großer Unterschied ist das aber nicht. Mir es reicht auch langsam, du Scheißvogel. Ja gut, dann bin ich kurz einmal weg. Das ist für mich kurz genug. Jetzt habe ich getötet, aber ich bin da rechtzeitig wieder da drin. Ich hab kurz den Rad ausgerüstet.
Genau. Hey, what the fuck? Fallschirm macht er auch nicht rein. Pumba. Nicht mal Pumba will mich töten. Jetzt fragen sich wahrscheinlich viele von euch, wieso will ich jetzt dorthin? Das wird doch wieder genauso wie davor. Ja, ihr habt recht, das wird genauso wie davor. Wenn ich jetzt von alleine zu dieser einen Insel gekommen bin mit diesem Bären. Digga, ich flipp aus.
Das hast du mal im Bild schon. Muss zur nächsten Landflasche, die hier dran ist. Danke, jetzt kann ich endlich die Spucke, die ich am Befehl gemacht habe, um den Bildschirm zu reinigen, wegmachen. Wahrscheinlich kommt das Arc-Video nicht, das Raft-Video nicht heute, sondern morgen. Ja Leute, ich darf nur noch Viertelstunde spielen. Oh mein Gott, es gibt Fallschaden, aber es ist nicht so viel wie gedacht. Och du Scheiße, ist die Insel groß. Ach, ich muss da was reintun, um das irgendwie komplett erforschen zu können. Warte mal, somit ist es ja hier beides im Müll. Rein theoretisch. Nur das wissen wir erst am Ende. Deshalb lasse ich die noch erstmal mal drinne. Erstmal mal drinne. Ja, Digga, mein Deutsch. Also gut, dafür brauchen wir zwei Kupferbarren vom Kunststoff. Immer dieses Kunststoff. Ich kann ja schon mal eine Laterne bauen.
Tut einfach so, als hätte ich das direkt gefangen. Gelernt Malerei. Nee, also gut, Welt speichern. Okay, Welt ist jetzt gespeichert. Dann beende ich jetzt ja die Welt. Warte, ich gehe Hauptmenü, ja. Ah, okay, das heißt, er hat gesehen, ich habe gespeichert. Okay, Leute, das war's dann mit der ersten Folge von dem Raft-Video. Ich werde Raft nicht cutten, so wie alle anderen Sachen, weil ich finde eher so, cutten ist eher das Blöde, deshalb streame ich auch fast immer. Aber wenn ich wirklich was cutte, dann ist das manchmal PUBG. Weil ich finde, in so einem Projekt sollte man alles sehen, was der Spieler macht. Deshalb lasst gerne ein Like und ein Abo da, haut da rein. Bis dahin. Tschüss. Achso, und schaut auch gerne bei Cool Gaming vorbei. Mit dem mache ich auch ein anderes Raft-Projekt. Also, tschüss.